Man merkt jetzt, dass wir wiederum an einen Punkt angekommen sind, sag ich mal, wo politisch Fragen neu beantwortet werden müssen. Ich bin der Überzeugung, dass ich bei der Suche nach Antworten einen Beitrag leisten kann. Und das reizt mich auch einfach. Und es gibt einen zweiten Punkt. Ich bin einfach neugierig auf Menschen und auf Situationen. Festen Überzeugung, dass es möglich ist, im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft eine sozial gerechtere Gesellschaft dann auch tatsächlich umzusetzen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Nachhaltigkeit im Sinne des Zusammenhangs von Wirtschaft, Soziales und auch Ökologie, ich sag mal, eine ständige Herausforderung ist, die aber politisch gestaltbar ist. Wenn es nicht gelingt, Menschen davon zu überzeugen, dass politische Gestaltung nicht zwangsläufig Unsicherheit für eigene Lebensumstände mit sich bringt, sondern die Möglichkeit, die Option enthält, soziale Sicherheit entsprechend einer gesellschaftlichen Situation zu bewahren oder neu zu gestalten, dann wird es ganz, ganz schwer, Mehrheiten in einer Gesellschaft für Veränderungen zu finden. Links heißt für mich immer, in erster Linie eine Frage zu stellen, geht es oder ist es möglich, politische oder gesellschaftliche Zielsetzungen so umzusetzen, dass soziale Unterschiede sich nicht verstetigen oder weiter ausgebaut werden, sondern minimiert bzw. in eine andere neue Situation dann auch überführt werden. Das Rennen ist offen. Und ich glaube, das ist eigentlich auch das eigentlich Spannende hier an diesem Wahlkreis. Starke Partner, starke Konkurrenten bieten auch einen anderen Anreiz, sich zur Wahl zu beteiligen. Und insofern wage ich da jetzt keine Prognose. Ich glaube aber, dass wir gute Chancen haben, dass ich auch gewinnen kann. Man vertritt die Interessen seiner Wähler. Und ich sag mal, eine Interessenvertretung heißt nicht, dass man jeden Wunsch oder jede Vorstellung sozusagen eins zu eins entsprechen kann. Sondern man ist dann schon eine Verpflichtung abzuwägen und das dann auch zu erklären. Ich bin der Überzeugung, dass ich die Fähigkeiten dazu habe, Politik auch tatsächlich umzusetzen. Und insofern kann ich nur dafür werben, dass man, wenn man Beständigkeit will, wenn man Sachkenntnis haben will, uns als Linke dann auch zu wählen. Mein Name ist Ralf Christoffers, ich bin 62 Jahre alt und bin verheiratet.